So, meine Lieben. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern zu einer weiteren Folge der Bahnhofsvideos. Heute mal wieder aus dem winterlichen Assling. Ihr wisst ja, wir haben letzte Woche, habt ihr das Newsformat gesehen? Da hat es angefangen, einen Wintereinbruch zu geben. Wir haben jetzt heute Sonntag, den 22. Januar 2023, an dem Tag, wo das Video online gekommen ist. Wir hatten hier mal einen richtig wunderbaren Wintereinbruch und deswegen dachte ich mir einfach mal, fahre ich mal raus ein bisschen an die Strecke, wo es auch gleichzeitig einen Bahnhof gibt. Ja, und da ist es klar, das naheliegendste Assling. Wir haben heute minus 2 Grad. Im Moment ist es trocken, aber es schneit immer mal wieder. Und ja, wir stehen wieder hier auf unserem Stammplatz auf Bahnsteig 3 müsste es, glaube ich, sein. Ich schaue gleich nochmal. Ja, was werden wir so alles sehen? Also, ich denke mal, auf jeden Fall viel BRB, viel Güterverkehr hoffentlich. Wir haben ja heute Sonntag, ne? Da ist der Güterzug relativ viele unterwegs. Montag und Dienstag ist ja immer flaute, deswegen denke ich, dass wir da einiges sehen werden. Dann denke ich, dass wir auch einiges an ein bisschen, wie gesagt, Fernverkehr und Regionalverkehr sehen werden von der BRB, Deutsche Bahn, ÖBB und von der Westbahn. Und als Highlight werden wir sehen die 101 005 DEVK am EC 219 von Frankfurt nach Graz. Den Zug, den habe ich schon mal für euch aufgenommen. Und zwar war das in Frankfurt. Das Video seht ihr irgendwann im Februar, die drei Teile. Das war im ersten Teil in Frankfurt. Und ja. Ich habe, als ich hierher gekommen bin, schon ein Bild gemacht, den Ostbahnhof. Das seht ihr als Thumbnail-Bild. Da war die 111 Pünktchen dort gestanden von SRI. Und die Baureihe 187 von WLC, Wiener Lokalbahn Caro. Und ja, ich habe auf dem Weg auch schon RS Altmann Autozug gesehen in Trudering. Der wird jetzt dann auch bald hier durchkommen mit ÖBB Vectron vorne dran. Also das kann ich euch schon mal sagen, das werden wir relativ sicher sehen. Und genau. Was bleibt mir dann nur noch anderes zu sagen als viel Spaß beim Zuschauen. Und nach dem Intro erkläre ich euch die beiden Züge, die wir gerade eben gesehen haben. Bis gleich beim Intro. Film ab. Also zum einen haben wir mal ausfahren sehen, wie gesagt, jetzt hier die RB 54 von München nach Kufstein. Ausfahrt um 15:09 Uhr von Gleis 3. Das ist die Soloeinheit Starterflirt-Triebzug Typ 2 von der BRB vom Chiemgau-Inntalnetz gewesen. Und auf Gleis 2 ist gerade eben gefahren in Richtung Süden Richtung Rosenheim, der Eurocity 115 von der Linie 32 von Dortmund nach Klagenfurt. Da ist vorbeigefahren um 15:12 Uhr mit 30 Minuten Verspätung. Baureihe 101 von DB Fernverkehr mit DB Fernverkehrswagen, wie gesagt, auf Gleis 2. Ich kann euch mal so ein bisschen den Bahnhof hier erklären. Also fangen wir mal an. Hier ist die Blick Richtung München. Hier auf Gleis 1, dem Hausbahnsteig drüben, habe ich also richtig gesagt, verkehren die Regionalverkehrszüge RE5 von Salzburg nach München, der hier mehrheitlich durchfährt, außer an den Tagesrandlagen. Warum an den Tagesrandlagen nicht? Weil er da zusammengekoppelt mit der RB 54 fährt, die hier anhält, den ganzen Tag, immer stündlich.
immer ungefähr zur Minute 43, 45 rum so. Auf Gleis 1, wie gesagt, genau, dann fahren dort die kompletten Fernverkehrszüge durch, Westbahn, ÖBB, Deutsche Bahn aus Richtung Österreich, Italien, Richtung München. Und natürlich auch sämtliche Güterzüge aus den ganzen Europas, aus Osteuropa und Südosteuropa, Österreich Richtung München und dann weiter in die anderen Gebiete in Deutschland und Europa, ne? Auf Gleis 2 ist es folgendermaßen, da ist es so, dass erstmal wieder die kompletten Fernverkehrszüge aus Richtung Deutschland und so weiter kommend, von München her kommend Richtung Österreich und Schweiz, Schmarrn, Österreich und Italien und so weiter unterwegs sind, von der DB, von der ÖBB und von der Westbahn. Westbahn ist auch noch auf Gleis 1. Und dann ist es auch noch so, dass ja, der RE5 außerhalb der Tagesrandlagen, also in normalen Tageszeiten, hier durchfährt von der BRB und die in den Tagesrandlagen wieder hier auf Gleis 3 fährt, wo die RB54 ganzzügig fährt, immer zur Minute 9 und in den Tagesrandlagen eben zusammengekoppelt mit dem RE5. Und deswegen fährt die hier von Gleis 3 aus. Genau. Und wie gesagt, die Güterzüge dann dementsprechend von München herkommend in die ganzen Osteuropa, Österreich, Italien und so weiter. Auch von Gleis 2 noch. Ihr seht jetzt mal im Blick Richtung, ich zoome euch mal kurz ein bisschen ran. Blick Richtung Rosenheim, wo die Strecke ja dann gabelt in Richtung Kufstein, in Richtung Salzburg. Genau, da vorne ist ja auch die Weiche von Gleis 3, die dann wieder ins Hauptgleis führt. Und genau, so müsste ich eigentlich jetzt alles hier erklärt haben, ne? Genau. Im Moment sind alle Signale auf Halt, das ist ganz gut. Das heißt, ich kann jetzt in Ruhe kurz was trinken und ich behalte für euch die Signale im Auge. Ich war hier mal im Sommer, da könnt ihr das Gegenteil sehen. Das war, als ich vor 1,5 Jahren oder vor 2,5 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ist auf jeden Fall schon länger her, Aufnahmen für die Locomotion-Dokumentation unternommen habe. Die Dokumentation und das Making-of, wo ich unter anderem hier auch im Sommer war. Da war ich auch noch in Rosenheim und woanders noch, aber trotzdem hänge ich euch das mal in die Kommentare, da könnt ihr in die Videobeschreibung, da könnt ihr dann mal die Making-ofs und die Doku angucken und euch anschauen, wie es hier im Sommer aussieht. Genau, so sieht's aus, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter im Text, wenn die nächsten Züge kommen. Also, ich habe gerade eben zwei Bilder angehängt vom Bahnhofsgebäude mit Bushaltestelle. Dort fährt normalerweise auch noch andere Buslinien weg. Heute nur die Linie 444, da sage ich gleich noch was zu. Da habt ihr auch gerade eben den Solo-Bus Solaris ausfahren sehen. 12-Meter-Variante. Dann zum Eurocity gerade eben sage ich noch was. Hier kommt der RE5. Der RE5 von München nach Salzburg über Rosenheim, Prien am Chiemsee. Vorbeifahrtszeit um 15:18 Uhr auf Gleis 2, Doppeleinheit, Stadler Flettrin-Zug Typ 2 von der BRB vom Chiemgau Inntalnetz. So, jetzt gucke ich kurz zum Eurocity und dann sage ich euch, was das für einer gewesen ist. Es müsste allerdings der Eurocity 113 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Von Klagenfurt nach Dortmund oder von Klagenfurt nach Frankfurt. Da ist ebenfalls durchgefahren um 15:17 Uhr. Sandwich Taros, ÖBB, mit ÖBB Eurofima-Wagen. Und da müsste ich auch von der Linie 32 gewesen sein. Aber ich gucke nochmal zur Sicherheit. So, auf Gleis 32 schon wieder Fahrt.
Der Eurocity auf Gleis 3 war übrigens der Eurocity 112 von Klagenfurt nach Frankfurt. Von der Linie 32 hat soweit gepasst. Und der andere vorhin, der 115er, fuhr übrigens von Münster nach Klagenfurt. Genau. Der so 30 Minuten Verspätung gehabt hat. Der ist von Münster gekommen. So sieht's aus. Was ich noch sagen wollte, ist, wundert euch nicht ob der schlechten Qualität der Videos in der Videobeschreibung, denn die habe ich noch damals mit dem Handy gedreht. Das war der vorhin von mir vorhin angesprochene ARS Altmann Autozug, den ich angesprochen habe mit ÖBB Vectron. Der fuhr jetzt hier durch um 12 Uhr, Herr Schmarrn, um 15.24 Uhr auf Gleis 2. Gucken, was für Gleis 3 gleich kommt, wir werden mal sehen. Leute, ihr wisst ja, ich habe es eigentlich tendenziell gerne warm. Aber wenn man so Videos im Winter macht, ne? Schon geil. Nur wenn es natürlich Schnee hätte und 10 Grad, was anatomisch leider nicht gut geht, dann wäre das natürlich der Hammer, ne? Aber man kann ja nicht alles haben. Oh mein Gott, Leute, wie geil. Ich glaube, was da hinten kommt. Ja, es ist auch die Offroad TX Logistik Vectron mit einem Sattelaufliegerzug. Wie geil ist das denn? Durchfahrtszeit um 15.25 Uhr auf Gleis 3, ihr habt es gesehen, alle bekannten Marken. Nur TIP war für mich jetzt neu, aber trotzdem geil. Also, ist folgendermaßen. Am Sonntag wird hier der Bushaltestelle nur bedient von der Linie 444 von Emmering bei Wasserburg nach Grafing Bahnhof S-Bahn, also zum Bahnhof, von der Firma Ettenhuber. Mit Solaris-Bussen, ab und an auch mit dem Citaro C2 von Mercedes. Und unter der Woche und am Samstag fährt ja auch noch die Linie 447 vom MVV, vom Münchner Verkehrsverbund. Die fährt dann von Assling-Rathaus nach Grafing-Bahnhof, S-Bahn, genau, auch vom Ettenhuber. Also der Ettenhuber ist so im MVV. Im MVV gibt es Subunternehmen, die für den MVV fahren. Der MVV hat keine eigenen Busse. Und deswegen fährt hier die Subunternehmen für den MVV, unter anderem eben hier im Grafing-Raum die Firma Ettenhuber. Genau. So, was war es gerade eben für ein Zug, der hier um 15.31 Uhr durchfuhr auf Gleis 2? Das war ein ÖBB Taurus F16 mit einem entweder Habis oder Habins Ganzzug. Da bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht mehr sicher, weil der hatte so komische Drehgestelle. Könnte beides gewesen sein, tendenziell eher H-Bis, aber ich bin mir nicht sicher, könnte auch ein H-Bins-Zug, wie gesagt, gewesen sein. Der fuhr durch auf Gleis 2 um ja, 15.31 Uhr. Ach ja, und ich hab auch noch gar nicht gesagt, wie lange wir bleiben. Wir bleiben ungefähr bis 16.45 Uhr und werden dann die Zelte zumindest für Teil 1 abbrechen. Mittlerweile kann ich mir vorstellen, dass ich auch noch einen zweiten Teil drehe. Aber das werden wir sehen. Und ja, ich habe gerade eben beschlossen, noch einen zweites Video, keinen zweiten Teil, das ist ein Bahnhofsvideo, ein zweites Video hier zu drehen.
Das wird dann so ein bisschen zu Aßling bei Nacht sein. Im Winter habe ich gerade eben beschlossen. Wann das online kommt, das kann ich euch noch nicht sagen. Das wisst ihr ja, das habe ich im Infovideo gesagt. Das mache ich in Zukunft spontan. Kann bald sein, kann auch länger dauern. Dieser Teil hier auf jeden Fall, oder dieses Video, wo wir jetzt drehen, bei Tag, das kommt safe auf jeden Fall heute in der Woche online. Genau. So viel noch dazu. Und ich hänge euch jetzt dann gleich mal ein paar Winterbilder an. Hier vom Bahnhof. Seht man, auf Gleis 2 ist schon wieder Fahrt, deswegen drehen wir uns gleich um. Von Zug kommt auf Gleis 2, kommt hier nochmal ein Bus der Linie 444. Wieder ein Solaris, 12 Meter Bus von der Firma Ettenhuber. Da fährt er wieder. Es kommt der nächste Güterzug auf Gleis 2, und zwar geführt von der DB Cargo-Lokomotive. Ein Mini-Güterzug mit Rungenwegen. Mit Stahl drauf. Also eigentlich sind es Flachwegen mit Rungen drauf. Das jetzt das gleiche ist, keine Ahnung. Müsste eigentlich sein. Wie gesagt, der Betrags 1 Barei 185, 0 irgendwas. Das habe ich jetzt vergessen. Genau. Können uns mal umdrehen. Der ist noch halt auf Gleis 3. Weil dann müsste jetzt dann eigentlich relativ bald reinkommen, die RB 54 von Kufstein nach München über Grafing und Ostbahnhof. Abfahrt um, werden wir dann gleich sehen, Starter Flirttriebzug Typ 2, Soloeinheit von der BRB vom Chiemgau-Inntalnetz. So sieht's aus. Und zwar fährt er aus um 47. Meistens und wenn dann auch zur Minute 47 bis 50, nicht wie ich vorhin gesagt habe. Genau. Weil ich jetzt gerade nochmal auf den Fahrplan geguckt habe. Den habe ich euch auch in die, werde ich euch jetzt dann gleich hinten an den Clip hacken. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr was erkennen könnt, eventuell. Ob der Sachen, die ich euch erzählt habe mit dem Verkehr am Vormittag, mit dem Verkehr der frühen am Abend, wo der RE5 hier stehen bleibt. Genau. Gleis 2 ist schon wieder Fahrt. Ich überlege schon, was da kommen könnte. Fernverkehriges müsste jetzt eigentlich kommen. Und zwar müsste jetzt eigentlich kommen der Railjet von München nach Wien und eventuell weiter nach Budapest. Durchfahrtszeit 15:45 Uhr auf Gleis 2, ÖBB Taurus 1116 mit den Railjet-Wegen. Linie gucke ich gleich noch für euch. Ne, es kommt vorher noch ein Güterzug, wieder mit DX-Logistik-Werbelokomotive vorne dran. Und Sattelauflieger der bekannten Marken. Doppeltraktion sogar. Oh geil, die Responsibility Driven und die Avery Connection. Hammer geil, Leute.
sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Lauter Highlights, eins nach dem anderen. Und das bei diesem Wetter. Herz, was willst du mehr? Übrigens, die Züge ziehen einen ganz schönen Schneesturm unter sich her. Also, ja, läuft schon, ne? Also auf jeden Fall müsste jetzt dann auf jeden Fall der nächste Zug für Gleis 2 sein, der RJX69 nach Wien ist das. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Allerdings stand keine Linie drin in der Bahn-App. Wahrscheinlich, weil der Zug mehrheitlich in Österreich fährt. Wenn jemand die Linien von den Railchats weiß, kann es bitte gerne in die Kommentare schreiben. Das erste Mal, dass die Bahn-App mich im Stich lässt, aber sie ist trotzdem die beste Transporter-App. Genau. Und dann im Anschluss müsste auch schon relativ zeitnah der Eurocity kommen. Von München nach Italien. Aber zu dem sage ich nachher was. Jetzt ist er auf jeden Fall Fahrt gekommen auf Gleis 3 für die RB 54 von Kufstein nach München. Pünktlich. Sorry? Ach ja, okay, Leute, den Zug habe ich vollkommen vergessen. Der fährt vorher noch durch um 15.48 Uhr mit 5 Minuten Verspätung. Ihr habt es gehört, die RB54 hat auch 5 Minuten Verspätung, eben ob das RE5 von Salzburg nach München, der jetzt hier um 15.47 Uhr durchgefahren ist, auf Gleis 1 mit 5 Minuten Verspätung, Doppeleinheit, Stadler Flirttriebzug Typ 2 von der BRB, vom Chiemgau Intalnetz, wie gesagt, als RE5 von Salzburg nach München. Genau, man müsste jetzt bald der Railchat kommen, dann auf Gleis 2 ist wieder Fahrt. So, ich habe jetzt auch noch das rausgefunden zum Eurocity 89, der hier nach dem Railchat kommt, von München nach Verona, Porta Nova. Der ist von der Linie 89 und wird dann nach dem Railchat relativ schnell folgen auf Gleis 2. ÖBB 1216 ist das dann mit ÖBB Eurofima Reisezug wegen. Und welcher Zug dann auch relativ bald kommen wird, ist der Gegenzug der Eurocity 89. Aus Italien Richtung München. Ebenfalls ÖBB 1216 mit ÖBB Eurofima Reisezug wegen. Genau. Ach ja, und ich weiß nicht, was ich gerade eben gesagt habe. Also der Eurocity 86, der ist dann gleich kommt auf Gleis 1 demnächst. Ist ebenfalls, wie gesagt, von der Linie 89 und kommt auch von Verona Porta Nova Richtung München. Das heißt, es ist tatsächlich der genaue Gegenzug mit 1216 und ÖBB Eurofima-Wagen von der ÖBB. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Züge auf Gleis 2 an und die RB54 nach München. Und zwischendrin wird ja auch noch der ein oder andere Güterzug kommen. Ne? So, hier kommt jetzt erstmal der vorhin angesprochene Railchat nach Wien. Wie ich gesagt habe, ÖBB Taurus 1116 220 schiebt den ganzen Zug nach Wien. So, da hinten kommt der Ecol-Zug, das heißt, es dauert noch ein bisschen länger, bis die BRB kommt auf Gleis 1. Baureihe 193 Vectron von Red Bull. Mit den obligatorischen Ecol-Sattelaufliegern und noch Intermodal-Containern drauf. Sehr geil. Dann dauert es noch ein bisschen länger, bis die kommt. Dann hat sie nämlich nur 10 Minuten Verspätung. Die RB54 nach München. Ach ja, und ich weiß nicht, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube 17 Uhr. Der erste Teil geht nur bis um 16 Uhr. Ja. 40, je nachdem wann die RB54 nach Kufstein durch ist. Die RB54 nach München.
Also noch ungefähr 50 Minuten. Genau. Weil ihr wisst ja, die Videolänge wird immer so ein bisschen gekürzt bei mir jetzt, damit es besser zum Angucken ist. Ne? Das wisst ihr ja. Ja, wie 1,5 Stunden gibt es nicht. Das könnt ihr euch aber gerne auch nochmal alles im Infovideo angucken, im neuen News-Format. Das verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung auch noch mit rein. Genau. Ich meine, ich will ja nicht übermütig sein oder so, ne? Aber so eine Klimaticket Westbahn, ne? Wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Also, ne, hätte ich jetzt nichts dagegen. So. Aber ich meine, wir haben ja schon so coole Sachen gesehen, deswegen will ich jetzt mal nicht übermütig werden, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil die S-Bahn ja jetzt dann gleich kommt, ne? Die Westbahn. So, da kommt jetzt die RB54 rein mit sage und schreibe 10 Minuten Verspätung. Abfahrt heute um 15:58 Uhr auf Gleis 1. Ich habe euch gerade eben noch zwei Bilder rangehängt von der Fahrgastanzeige. Genau. So, da hinten kommt jetzt vorbei die Westbahn von Wien Westbahnhof nach München Hauptbahnhof. Zugdurchfahrt um 16:01 Uhr von Gleis 1. Stadler Kiss Triebzug von der Westbahn. Oh, mit dem direkten Konkurrenten. Da kommt nämlich der Eurocity nach Verona Porta Nova. Schaut mal, wie geil, gleich mit zwei Nightjet-Wegen. Sehr geil. Ja, der fuhr auch durch um 16:01 Uhr, aber halt auf Gleis 2, ne? Und die Westbahn war sogar pünktlich, trotz Grenzkontrollen höchstwahrscheinlich in Freilassing. Sehr cool. Oder vielleicht 5 Minuten Verspätung maximal. Also richtig cool. Die Gegenwestbahn müsste jetzt dann eigentlich auch, naja, in 10 Minuten ungefähr kommen. Die Westbahn von München nach Wien Westbahnhof. Über Salzburg, Attnang-Puchheim, Linz nach Wien Westbahnhof. Im Stadler Stadler Kiss-Triebzug von der Westbahn. Müsste normalerweise in Kiss 3 sein. Ja, ich denke, der wird so gegen 16:07 Uhr. Ne, der fährt nach der RB54 durch. Der wird so gegen 16:12 Uhr rum auf Gleis 2 vorbeifahren. Denn vorher kommt auf jeden Fall nochmal an Personenzügen, zumindest jetzt mal rein. Dann auf Gleis 3 nachher noch die RB54 von München nach Kufstein. Abfahrt um 16:09 Uhr von Gleis 3, Soloeinheit, Stadler Flirt-Triebzug Typ 2 von der BAB vom Chiemgau-Teilnetz. Genau. Ja. So oder so ähnlich sieht es aus. Da hinten kommt Fahrt auf Halt, weil die Westbahn ja noch durch muss. Der Eurocity von Verona Porta Nova Richtung München. Sucht euch Fahrt um 16 Uhr. 3 auf Gleis 1, wieder ÖBB Taurus 1216 mit den Eurofima Reisezugwegen und auch wieder mit dem Nightjet wegen. Sehr geil. 1216 011 hat jetzt gerade eben Fahrt bekommen und beschleunigt wieder. Ich weiß gar nicht, aber die Nightjet-Sitzwegen müssten doch von der Inneneinrichtung dem der normalen Eurofima-Reisezug wegen gleich sein, oder?
haben die vielleicht bequemere Sitze oder so, weil die mit Nacht fahren oder so, keine Ahnung. Wer das weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Oder ich gucke mal bei Eisenbahnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorbei. Der macht ja auch so Vorstellungsvideos und da hat, glaube ich, auch mal den alten Nightjet vorgestellt. Da kann ich mich auch noch mal informieren und es ist euch dann, wenn ich wieder mal so einen Wagen sehe, dann sagen. Ne? Genau. Weil der Kanal auch super ist, den kann ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Ich denke, die meisten kennen ihn schon. Aber die, die ihn noch nicht kennen, die können ihn gerne angucken. Und ja, warten wir auf die S-Bahn, ne? Und auf die RB 54 vorher noch. Normalerweise müsste der Railchat Richtung München auch noch kommen, aber zu dem schaue ich gleich mal, wie, wo, was, wann. Der kommt sicherlich gleich noch, denn das ist der Railchat 62 von Budapest Keleti Richtung München Hauptbahnhof. ÖBB S16 mit Railchat Design mit den Railchat Wegen. Aber bis der kommt, wird es noch ein bisschen dauern. Liniennummer gibt es hierzu, wie gesagt, auch keine, weil das ja leider ein hauptsächlich innerösterreich verkehrender Zug ist. Und wie gesagt, wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare mit der Liniennummer von den Railchats. So wie jetzt eben der Railchat 62, der jetzt dann kommt von Budapest nach München auch noch. Aber vollkommen safe auf jeden Fall erstmal noch die RB 54 und die Westbahn rein. Durch. Das Geile an dem Wetter ist halt, dass es so ist, dass heute halt kein Wind geht, dass es so eine trockene Kälte ist, ne? Das ist richtig gut. Schnee, trockene Kälte, nicht ganz so kühl. Das ist halt das richtig Geile an der Sache, ne? Ihr habt gerade eben ja gesehen, dass die Westbahn ausfährt, bla bla bla, die BRB ausfährt mit 60 in dem weichen Bereich dort vorne, das ist auch der Grund. Ich glaube, der hat am Signal ja HP2 müsste das sein mit ZS. ZS Zusatzsignal. Die Nummer weiß ich jetzt nicht, so weit habe ich noch nicht gelernt. Auf jeden Fall Kennziffer 6 für 60. Es müsste ZS2 sein, glaube ich. Aber dann nagel ich mich nicht drauf fest, weil so weit habe ich noch nicht gelernt. Aber es müsste ZS2 sein, Zusatzsignal 2, glaube ich. Oder ZS1. Eins von den beiden, glaube ich. Soweit habe ich aber noch nicht gelernt. Auf jeden Fall Ausfahrt mit 60. Genau. So, Fahrt für die Westbahn steht. Da kommt sie um 16:15 Uhr. Auf Gleis 2. Keine Klimatik in Westbahn, aber ist ja nicht so schlimm. Nur wir haben andere geile Züge schon gesehen. Und gleich erwartet uns ja noch das Highlight dieses Videos, und zwar die 101.005 DEVK, ne? Genau. So, auf Gleis 1 ist auch Fahrt, da kommt der vorhin angesprochene Railjet von Budapest nach München. So, und damit müsste der Personenverkehr jetzt erstmal wieder durch sein, bis in einer halben Stunde. Das heißt, jetzt ist Güterverkehr frei. Der fährt zumindest durch um 16:17 Uhr auf Gleis 1. So ganz war es das mit dem Personenverkehr noch nicht, den hätte ich euch fast unterschlagen. Der RE5 von München nach Salzburg mit ca. 5 Minuten Verspätung.
bei der Vorbeifahrt um 16:21 Uhr auf Gleis 2, Doppeleinheit, Stadler Flirttriebzug, Typ 2 von der BRB, vom Chiemgau in Teilnitz. Leute, ich habe euch jetzt noch mal ein paar Winterbilder dran gehängt hier von der schönen Stimmung am Bahnhof. Denn irgendwie ist gerade so ein bisschen Flaute, seitdem der RE5 durch ist. Ich hoffe, es tut sich noch was, ne? Bis die DEVK kommt. Die hat übrigens 7 Minuten Verspätung. Die hätte eigentlich hier Durchfahrtszeit gehabt, Eure City 219. Ja, so gegen circa 16 Uhr 35 ungefähr, der kommt jetzt so gegen 16:45 Uhr, weil er ungefähr 10 Minuten Verspätung hat durch. Aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, ne? Aber habt ihr noch länger euch was aufs Highlight zum Freuen, ne? Also ihr habt auch noch länger was zum Freuen bis zum Highlight so. Genau. Das wollte ich euch nur noch ganz kurz mitteilen. Kaum nörgelt mal ein bisschen in die Kamera rein. Scheuches Signal auf Gleis 2 wieder auf Fahrtgangen. Das ist sehr gut. Denn es kann nur heißen, dass es gleich ein Güterzug kommt auf Gleis 2. Schon mal eine Doppeltraktion. Vectron Baureihe 193. Mit was hinten dran, wenn wir gucken, wenn er vorbeifährt. Von Mercitalia. Ja, ich würde mal sagen, die beiden Mercitalia Vectrons, angemietet bei MLCE, hatten einen lupenreinen LKW-Sattelauflieger ganz zu am Haken, ne? Aber wirklich lupenrein. Sehr geil. So, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Auf Gleis 1 ist Fahrt vor einem Locomotion-Güterzug und auf Gleis 2 ist schon wieder Fahrt. Das war ein kurzer Güterzug gezogen von der Baureihe 193 Locomotion Vectron mit der Nummer 193 770, mit einem Flachwagen, Ganzzug mit Rungen drauf und Stahl. Der Zug für Gleis 2 war eine DX Logistik Smartron in Blau mit einem Sattelauflieger-Kranzzug mit den bekannten Marken. Die fuhren beide durch um 16:32 Uhr und der Zug vorhin mit den Mercitalias fuhr durch um 16:28 Uhr auf. Genau, so sieht's aus. Nari war ja wieder richtig was geboten jetzt hier. Nach ein bisschen Nörgeln, ne? Es war ja kein Nörgeln. Es war ja eigentlich eher so ein bisschen darauf hinweisen, oder? Was würdet ihr sagen? Also, passt schon. Ja, ne? Dann warten wir mal ab, was der Dinge noch so geschehen hier, ne? So, der nächste Güterzug für Gleis 2, Zugdurchfahrt 16:35 Uhr, eine Doppeltraktion Vectron bestehend aus einer Mercitalia und einer DB Cargo Vectron.
Und wieder mal einem Sattelauflieger ganz zu mit ziemlich viel DB Schenker drauf dieses Mal. Cool. Ihr wisst ja, ich bin Fußballfan und jetzt geht endlich die Bundesliga wieder los. Heute, erster Spieltag nach Winterpause, ne? Und wir spielen in Dortmund, was ein mega schwieriges Spiel ist. Und im Moment steht es nach, naja, also knappen 60 Minuten, bisschen weniger, 2:2 gegen Dortmund. Das ist doch schon mal eine Leistung, ne? Also vielleicht gewinnen wir ja. Ne? Wäre ja an sich nicht schlecht, muss ich sagen. Ihr werdet es in diesem Video noch erfahren. Auch wenn das Spiel eigentlich später erst zu Ende ist, aber ich werde es hier noch reinschneiden. Zum Schluss hin, bevor wir uns dann beim Outro wiedersehen, aber dauert dann noch ein bisschen. Uiuiui, nächster Güterzug. Junge, junge, junge Leute, hier ist was los. Oh, das ist eine goldene Lok. Sehr geil. So, der nächste Sattelauflieger Wechselbrettchen und Containerzug auf Gleis 2 gezogen von der Locomotion Doppelvectron. Das war zum einen die goldene Vectron 193777 von Locomotion und die 20 Jahre Brennereisenbahn Locomotion Vectron. Hi, was haben wir für ein Glück, Leute? Ich bin zufrieden und glücklich. Ich habe euch jetzt gerade nochmal hier von der Perspektive vom Bahnhofsanfang ein Bild rangehängt. Da vorne unter dem Häuschen stehe ich. Normalerweise stehe ich auch hier ein bisschen weiter vorne. Aber im Häuschen, da ist es wenigstens ein bisschen warm. Auch wenn es da auch nicht wirklich wärmer ist, aber ein kleines bisschen wärmer bilde ich mir ein. Deswegen stehe ich da. Genau, das wollte ich nur noch ganz kurz zeigen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also der Eurocity 219 ist mit plus 7 am Ostbahnhof rausgefahren, das heißt, da müsst ihr jetzt dann auch so die nächsten 5 Minuten hier ankommen, vorbeifahren. Mit ebenfalls dann plus 7 Minuten. So sieht's aus. So Leute, ich bin jetzt ein bisschen weiter hinter gezogen, weil da irgend so eine blöde Tussi sich gemeint hat, sie muss sich jetzt einmal Häuschen stellen. Habe ich noch zwei Bilder angehängt. Zum einen von dem Solaris. Dann mal wieder da steht als Linie 444 und nochmal vom Bahnhofsgebäude. Und ich stelle mir das dann schon hier richtig cool vor, wenn es dann gleich Nacht wird. Für das andere Video. Na, so sieht's aus. Ich drehe mich mal kurz rum. Nee, ist noch nicht Fahrt, okay, gut. So, da kommt unser Highlight. Süd RE5 nach München. Also das erste war jetzt mal der EC 219. Mit plus 7 Minuten Verspätung von Frankfurt nach Graz. Wie gesagt, den Zug seht ihr auch in Frankfurt der Videoteil 1, was bald online kommt im Februar. Gezogen mit unserem heutigen Highlight von der Baureihe 101 005 von DB Fernverkehr mit den DB Fernverkehrwegen. Durchgefahren sind sie beide um 16:49 Uhr. Und RE5 war die Doppeleinheit Stadler-Flattrip-Zug Typ 2 von der BRB vom Chiemgau Internetz als RE5 mit 5 Minuten Verspätung von Salzburg nach München. Heißt aber auch, dass die RB54 mit wenigen Minuten Verspätung bzw. mit 5 Minuten Verspätung um 16:53 Uhr erst Ausfahrt bekommt. So, auf Gleis 1 ist jetzt Fahrt gekommen.
für die RB54 von Kufstein nach München, Abfahrt ursprünglich 16:47 Uhr. Heute mit circa 8 Minuten Verspätung. Information für BRB RB54 nach München Hauptbahnhof, Abfahrt 16:47 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Achtung, Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich des Zugreifens des Zuges. Okay, dann kann es sein, dass er 10 Minuten Verspätung hat, dass noch ein Zug vorher kommt. Was zwar strange wäre, aber okay. Weil es ist nämlich Fahrt auf Gleis 1. Komisch. Ich hänge euch jetzt dann gleich noch ein Bild von dem Bach hier an, der hier am Bahnhof entgegenkommt. Da ist richtig viel Wasser drin, ist richtig interessant. Und dann kommt schon die RB54, nehme ich mal an. Ja, doch, kommt schon, ja, mit 52. Das Signal ist für die mit 10 Minuten Verspätung, Abfahrt 16:57 Uhr und dann Schicht im Schacht. Ne? So sieht's aus für dieses Video hier. Die RB54 scheint doch noch nicht der letzte Zug zu sein. Denn ihr seht dort vorne, auf Gleis 2 ist auch noch mal Fahrt gekommen und das wird dann unser letzter Zug sein. So, das ist wieder mal ein Locomotion geführter Güterzug, Baureihe 189 von Locomotion, mit Sattlerflieger, Wechselbrötchen und Containern auf Gleis 2. Und ziemlich viele Chem-Container drauf. So, jetzt kommt noch kurz das Fußballergebnis. Haben 4:3 gegen Dortmund verloren. Das Mann muss ein super gutes Spiel gewesen sein, aber naja, was soll's, ne? Kann man nichts machen. Dafür war das Video geil. So, jetzt sehen wir uns dann beim Outro, wie ich euch ja gesagt habe. So, und mit der RB54 möchte ich mich dann bei euch verabschieden und bedanken, dass ihr dieses Bahnhofsvideo mit mir hier aus Assling verbracht habt. Wir haben ja doch durchaus sehr viel spannenden Zugverkehr gesehen, sehr viel spannenden Güterverkehr mit den verschiedensten Werbelokomotiven von TX, von Locomotion, generell auch einige Locomotion-Maschinen, Merchtalia, alles mit dabei, DB Cargo, ÖBB, ne? Natürlich auch viel Fernverkehr bestehend aus ÖBB, Westbahn, DB Fernverkehr mit dem Highlight der 101.005 zum Schluss, DVK. Sehr viel Regionalverkehr bestehend aus BRB. Und ja, sollte euch das Video so gefallen haben wie mir und so viel Spaß gemacht haben, könnt ihr sehr gerne Lob, Kritik, Anregungen und so weiter in die Kommentare schreiben. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne dieses Video hier teilen, liken, weiterempfehlen bei euren Freunden, Eisenbahninteressierten, Familie, Verwandtschaft und so weiter. Ihr könnt natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren, sollte euch das Video gefallen haben. Auch diesen könnt ihr sehr gerne weiterempfehlen und teilen. Alle anderen Videos angucken, Lob, Kritik, Anregungen und so weiter reinschreiben, weiterempfehlen, teilen und so weiter. Genau. Was bleibt mir dann noch anderes zu sagen als vielen lieben Dank fürs Zuschauen? Und ich würde sagen, dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder hier auf dem Kanal von Züge in Bayern. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dahin, euer Züge in Bayern, Robin. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.